Hallo, hier die Neptunjahre. Das Buch besteht aus 12 Erzählungen, jede in einem Kalendermonat eingereiht. Und wir lesen heute August. Viel Spaß. August, Heilige. Heute ist Sankt Bartholomäus und morgen Sankt Rochus. Ich öffne die Glastür barfuß und noch im Nachthemd. Es ist sehr heiß in diesen Tagen, auch hier, in einem wenige hundert Meter vom See entfernten alten Haus. Eine für Ende August ungewöhnliche Gluthitze nach einem kühlen, verregneten Juli. Doch er trägt eine dicke Strickjacke, die ihm fast bis zu den Knien reicht. Dazu blaue Manchesterhosen, Socken und Halbschuhe. Er ist immer noch groß gewachsen wie früher, geht aber gebeugt und hat nach einer Herzoperation stark an Gewicht verloren. Die Kleider schlottern ihm am Leib. Heute ist Sankt Bartholomäus und morgen Sankt Rochus. Es ist 8 Uhr und er muss früh morgens schon einmal vorbeigekommen sein. Als ich vor einer halben Stunde in die Küche kam, lag auf der Klinke eine jener gelben Blumen, die im Garten spontan an den Rändern des Kieswegs wachsen. So hat er heute immerhin nichts aus den Beeten genommen, aus denen er oft eine Iris, eine Narzisse oder eine Feuerlilie stibitzt, zum Missfallen der Nachbarn, die sie anpflanzen, aber nicht zu protestieren wagen. Am Bernhardstag hat er mir eine wunderschöne Sonnenblume gebracht. Heute ist Sankt Bernhard, morgen Pius der Zehnte. Nicht Sankt Pius der Zehnte, hat er gesagt, sondern nur Pius der Zehnte. Und dazu hat er verschwörerisch gelächelt. Sein leuchtend graues, immer noch dichtes Haar ist zu einem Bürstenschnitt geschoren, und obwohl seine Frau ihn umsorgt wie früher, als er ein renommierter Architekt war und großen Wert auf schlichte Eleganz legte, wirkt er vernachlässigt und glücklich, wie jemand, der endlich mit der Welt im Reinen ist und mit dieser auch dank dem heiligen Kalender zurande kommt. Hallo, ich bin Barbara Sauser. Ich habe Neptunjahre für den Limmat Verlag ins Deutsche übersetzt. Ich muss sagen, dass die Arbeit an diesem Buch sehr abwechslungsreich war, weil die einzelnen 12 Erzählungen stilistisch so unterschiedlich sind. Und die Herausforderung war also wahrscheinlich also innerhalb eines Grundtons, der sich durch das ganze Buch zieht, für jede einzelne dieser Erzählungen eine adäquate Sprache zu finden. Jetzt im Fall von August Heilige, aus dem wir hier vorlesen, war die größte Herausforderung wahrscheinlich die Leichtigkeit zu bewahren, die das Original hat. Also eine Leichtigkeit im Ton und das, obwohl die Sätze sehr lang und sehr informationsreich sind. Santi d'agosto, 4 agosto 1995. La Croazia, con il sostegno della NATO, lancia l'operazione Tempesta contro i ribelli serbi. Oggi è San Bartolomeo e domani San Rocco. Ho aperto la porta a vetri ancora in camicia da notte e a piedi nudi. Fa molto caldo in questi giorni, anche qui, in questa vecchia casa a poche centinaia di metri dal lago. Una fine di agosto torrida, anomala. Dopo un luglio fresco e piovoso. Ma lui ha un giaccone di lana spessa che gli arriva fin quasi alle ginocchia e pantaloni di velluto blu a coste, calze e scarpe chiuse. È sempre alto come un tempo, ma curvo e molto dimagrito dopo l'intervento al cuore. Gli abiti gli cascano addosso. Oggi è San Bartolomeo e domani San Rocco. Sono le 8 e lui deve essere già passato una volta questa mattina. Perché sulla maniglia della porta, quando sono arrivata in cucina mezz'ora fa, c'era un fiore giallo, di quelli che crescono spontanei ai margini del viale, in giardino. Meno male, vuol dire che oggi non ha preso niente dall'orto, dove spesso ruba un iris o un narciso o una canna arancione, scatenando l'irritazione dei vicini, che li coltivano e che non osano protestare.